Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 18. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Die heutige Sendung wurde bereits voraufgezeichnet, also rufen Sie bitte nicht hier im Studio an, ich kann sie leider nicht einspielen hier im Studio. Das nächste Mal wieder gerne, wenn es wieder heißt Der existierende Mensch, dann wird sicherlich wieder eine Live-Sendung sein und dann können Sie sich auch gerne wieder zu Wort melden. Die heutige Sendung hat das Thema Das bewegende Spüren, Offenheit und Verstehen, der phänomenologische Zugang zur Person. In den nächsten 55 Minuten wird es um einen Vortrag gehen. Dieser Vortrag wurde am Donnerstag, den 10. Oktober 2013 um 19.30 Uhr in Innsbruck auf der Theologischen Fakultät aufgenommen. Veranstaltet wurde dieser Vortrag von der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse Institut Tirol in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck. Doch nun, meine Damen und Herren, möchte ich gerne das Wort an Jürgen Baumann, einen Existenzanalytiker und Theologen, übergeben. Jürgen Baumann wird uns Alfred Lengle vorstellen, den Hauptredner dieses Vortrages. Anschließend wird es dann Ausschnitte geben aus der stattgefundenen Podiumsdiskussion mit Claudia Paganini, mit Johannes Bahnhofer, mit Stefan Laske und noch anderen Personen, die ich nachfolgend nach dem Vortrag interviewt habe. Also, ich wünsche Ihnen einen sinnvollen Vortrag. Wir kommen jetzt zum Vortrag von Alfred Lengle und ich komme einfach nicht umhin, ihn ein wenig vorstellen zu müssen. Alfred Lengle ist 1951 geboren, hat Medizin und Psychologie in Innsbruck, Rom, Toulouse und Wien studiert, ist Arzt für Allgemeinmedizin und psychotherapeutische Medizin, klinischer Psychologe und Psychotherapeut sowie Lehrtherapeut. Er hat jahrelang persönlich auch mit Viktor Frankl zusammengearbeitet und wir haben gerade vorher im Vorgespräch gehört, dass auch Viktor Frankl bereits hier in diesem Madonnenhörsaal war und auch befragt wurde bis spät in die Nacht hinein. Hervorhebenswert ist auch so in weiterer Folge dann von ihm die eigenständige und autonome Weiterentwicklung der Logotherapie und Existenzanalyse, insbesondere der vier Grundmotivationen und der personalen Existenzanalyse. Heute ist der Alfred Lengle Vorsitzender und Gründungsmitglied der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse mit Sitz in Wien. Er ist zudem Privatdozent an der Uni in Klagenfurt, Professor für angewandte Psychologie an der prominentesten Uni in Russland, der Higher School of Economics, Department of Psychology. Er ist auch Gastprofessor an der Sigmund Freud Uni in Wien. Ein wissenschaftlicher Schwerpunkt von ihm ist die Phänomenologie, zu der wir heute dann ja auch noch mehr hören werden. Er wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2006 mit dem Wissenschaftspreis des Landes Vorarlberg, stammt auch aus Vorarlberg, und 2011 mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste der Republik Österreich. Und nicht vergessen möchte ich einfach auch den Hinweis darauf, dass er sehr aktiv ist in der Verbreitung der Existenzanalyse im internationalen Bereich bis hin nach Mexiko, aber auch was die österreichweite Unterstützung betrifft und auch die Unterstützung in den Bundesländern. Und wir Tiroler bilden uns ein bisschen ein, von ihm auch ein wenig besonders umsorgt zu werden, was die Unterstützung betrifft und die Entwicklung betrifft. Und darauf sind wir stolz und dafür bedanken wir uns auch. Alfred Lengle ist zuletzt verheiratet und Vater von vier Kindern. Sein Motto, insbesondere auch für heute, lautet: Sehen wollen ist sich ereignen lassen. Bitte sehr. Einen schönen guten Abend.
Danke für die Begrüßung und die Einleitung, für die Organisation und für das viele Kommen. Ich freue mich sehr, heute Abend hier sprechen zu dürfen zu einem Thema, das schwierig ist. Also wir haben den Begriff Phänomenologie hier erst einmal vermieden, weil, um nicht die Leute abzuschrecken, wenn da Phänomenologie stünde, dann wäre vielleicht nur noch 10% da, weil was ist das schon, Phänomenologie? Und doch, es geht in der Phänomenologie um dieses Schauen. Phänomenologie, das möchte ich, also eine aus der Philosophie, in der Philosophie entstandene Haltung, Wissenschaft, für den Erkenntnisgewinn. Wie kann man das in der Praxis anwenden und inwieweit ist der Mensch von sich aus schon phänomenologisch und inwieweit muss er das erst lernen? Und da möchte ich gerne heute Abend ein bisschen hinweisen. Ich werde Aspekte aufzeigen, die mit dem täglichen Leben zu tun haben, wo wir alle aus unserer Erfahrung anknüpfen können. Und ich werde ein paar Einblicke geben oder Verweise geben auf die Arbeit in der Psychotherapie, wie diese Form der Erkenntnis oder des Erkennens in der Praxis anwendbar ist. Das bewegende Spüren. Spüren. Also Phänomenologie ist eine Art des Schauens, des Erkennens, das viel mit dem Spüren zu tun hat. Und es ist so gegen den Trend unserer Zeit, wenn wir mit Phänomenologie arbeiten, weil man ja heute versucht, objektiv zu sein und allgemeingültige Erkenntnis zu gewinnen. Und die Phänomenologie macht genau das Gegenteil. Die versucht, subjektiv zu sein. Und da denkt man sich, na, was hat man denn davon, wenn nur ich das so finde, nur ich das so empfinde. Aber da haben die Lehrmeister der Phänomenologie uns sehr tiefschürfende und wertvolle Gedanken und Erkenntnisse gebracht und darauf hingewiesen, die Subjektivität soll nicht abgewertet werden, darf nicht abgewertet werden, denn wir leben als Subjekte. Und bei allem Bemühen nach objektiver Erkenntnis darf das persönliches, subjektive Leben nicht außer Acht geraten. Wenn das geschieht, wird unser Leben unpersönlich, dann verlieren wir das Wesentliche, dann verlieren wir das aus dem Auge, was das wirklich Bewegende ist. Darum habe ich im Titel drinnen das Bewegende spüren, also das, was uns anstößt, in uns anklingt, in uns Resonanz hat, in uns weitergeht, Wellen schlägt, Wellen sind ja auch Bewegungen, und dass wir aufgrund dieser Achtsamkeit auf diese Phänomene, aufgrund des Beimessens oder des Belassens des Wertes, der damit verbunden ist, oder gar des Erkennens des Wertes, hier eine Dimension auftun können, die unser Leben tiefer macht, die uns hinter das Oberflächliche schauen lässt. Wenn nun so ein Patient in die Behandlung kommt, worauf schauen wir? Da kommt ein Mensch zur Tür herein und wirkt depressiv und setzt sich hin und sagt gleich, ich hab da das Problem oder darunter leide ich oder ich habe furchtbar Angst oder seit Monaten freut mich das Leben nicht mehr. Was zählt jetzt da eigentlich? In der Arztpraxis, ich bin auch Arzt und habe viel in Spitalsambulanzen und so gearbeitet, wurden wir auch sehr darauf trainiert, gleich Symptome anamnestisch zu erfassen und abzuchecken und eine Diagnose zu erstellen und dann das dazu passende, meistens Medikament oder Behandlungsform zu finden. Aber wer da sitzt, das war im medizinischen Kontext uns nicht gelehrt worden, dass wir auf das schauen sollten. Und so ist die Medizin natürlich auch eine sehr technisierte Wissenschaft und auch Praxis geworden. In der Psychotherapie kann man natürlich auch dieselbe Vorgangsweise antreffen. Und es ist schon wichtig, dass ich als Therapeutin oder Therapeut mich frage, was ist nun das Wichtige, wenn so jemand zur Tür hereinkommt? Befasse ich mich gleich mit seinem Problem oder lehne ich mich erstmal zurück und schaue diesen Menschen an, schaue ihm in die Augen und frage mich, wer ist das?
da kommt ja jemand, eine Person, ein Mensch und schildert ein Leiden, das der Anlass unseres Treffens ist. Wer ist das? Wie geht dieser Mensch damit um? Wie spricht er davon? Was ist ihm wichtig? Was spricht er, wovon spricht er spontan? Was ist erst durch Nachfragen zu erhellen und hereinzuholen? Das sind grundlegende Fragen. Und wenn man so aus einer Ausbildung herauskommt, hat man natürlich unglaublich viel Wissen im Kopf und Diagnose und Methoden und ist ein bisschen verleitet, gleich zu schauen, aha, um was geht es jetzt da? Das Symptom und das könnte diese und jene Diagnose sein. Und dann sind wir wieder in so einem etwas, also in dem Versuch einer objektivierenden Zugangs zu dem, was der Mensch präsentiert, worunter er leidet. Und wir können leicht auch in der Psychotherapie den Menschen aus dem Auge verlieren. Das Anliegen, dass wir in der Existenzanalyse versuchen, wirklich, also uns bemühen, das zu leben, zu praktizieren, in der Theorie wie in der Praxis, wie in der Lehre, ist eine phänomenologische Haltung einzunehmen. Das heißt, zu schauen, wer ist da, den Blick auf den Menschen, auf die Person und nicht durch eine axiomatische Vorentscheidung von vornherein schon mich festzulegen auf eine Dimension, auf die Problematik, auf die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, solche Ziele, die man dann verfolgt, die gleich die Gesprächssituation ein Stück weit verzwecken. Nein, wir möchten zunächst mal einem Menschen begegnen. Eigentlich ist für einen Existenzanalytiker das Zusammentreffen mit einem Patienten, da ist der Mensch das Wichtige und nicht das, worunter er leidet, obwohl der natürlich deswegen kommt. Das heißt, wir versuchen dem Patienten etwas entgegenzuhalten, eine Offenheit, die ihn ankommen lässt als der er ist und in der Weise, wie er mit seinem Thema, mit seinem Problem bisher umgegangen ist und aus dem heraus zu sehen, welche Ressourcen hat der Mensch, welche Potenziale, welche Kräfte, welche Erfahrungen, welches Können, was ist ihm wichtig, worum geht es ihm da? Wenn wir ihn als ganzen Mensch sehen wollen, dann brauchen wir natürlich Phänomenologie. Etwas genauer gesagt, den Blick auf die Ganzheitlichkeit richten wir, indem wir den Menschen in seiner Körperlichkeit sehen, in seiner psychischen Verfassung, aber auch als Person, in seinem personalen Geist, also diese Kraft und Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Da ist jemand, der sagt, ich will. Da ist jemand, der fühlt sich oder die fühlt sich verantwortlich. Die sucht nach einem Sinn, nach einem Verständnis. Ein jemand ist da, die Person. Die Person verstehen wir in dieser menschlichen Ausgestaltung, in dieser leiblich-seelischen Ausgestaltung, sehen wir in der Person das Wesen, das Selbstverständnis. Das ist nicht in Arm und Bein angesiedelt und auch nicht in der Stimmung. Das alles gehört zu mir, gehört wie ganz grundlegend zu mir. Aber was ich im Grunde bin, das ist das, wofür ich mich entscheide. Was ich zu meinem mache, meint Jaspers. Was der Mensch ist, ist er durch die Sache, die er zur seinen macht. Also das, wofür ich mich einlasse. Und da kommt, das nennen wir die Person im Menschen. Dieses Ich, das eine Stimmigkeit hat, das genau spürt, was nun hier wichtig ist, um was es geht und um was werden soll. Körper. Depressive Stimmung oder ängstliche Spannung, Persönlichkeitsstörung und Züge oder Sucht, ja, alles ist auch da. Aber da ist immer eine Person, die das hat, die darunter leidet, die das trägt, die damit umgeht, mehr oder weniger gut umgeht und die ein Leben weiterführen soll, manchmal nicht weiß wie,
verzweifelt sein kann, das ist die Person, die verzweifelt ist, nicht die Psyche und nicht der Körper, sondern ich. Und wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, wenn wir den Sinn verlieren, was hält mich dann ab, mich umzubringen? Wir können uns alle töten. So frei ist der Mensch. Kein Tier kann das, aber wir können. Daher müssen wir auch darum ringen oder darauf schauen, ob wir das tun sollen oder nicht. Und was dafür spricht und was dagegen spricht. Und wie wir das ahnen, was wir da spüren. Die Person ist also dieses Entscheidende im Menschen, das, was die Entscheidungen trifft. Das Ich, das sagt, ich will, das Ich, das spürt, das ist richtig. Diese Person, das sehen wir als das Wesen des Menschen an. Und dieses Wesen ist radikal, grundlegend nicht festgelegt. Das ist nicht determiniert, nicht voll determiniert. Das hat, ja eigentlich ist sie gar nicht determiniert, die Person. Sie ist radikal frei. Sie ist, als Person bin ich so frei, dass ich gar nicht aufhören kann, frei zu sein. Weil ich es bin. Also da kommt man natürlich in die, in das Gegenteil. Wenn ich nicht mehr aufhören kann, frei zu sein, dann bin ich ja auch gezwungen, frei zu sein. Natürlich bin ich gewissermaßen gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, selbst in Situationen, wo ich keine treffen will, weil mir beide Frauen gut gefallen, muss ich eine treffen. Und dann wird die Qual zur, die Wahl zur Qual. Und dann kann man auch manchmal diese Freiheit verfluchen und sagt, ihr meint ja, wir sind ja dazu verdammt, dass wir entscheiden müssen und so. Aber dieses Freisein ist so radikal, dass ich das, mich dem nicht entziehen kann. Ich kann nicht nicht frei sein, denn wenn ich sage, ich will nicht frei sein, ist das bereits eine freie Entscheidung. Da entsteht nun ein Problem. Nämlich, warum brauchen wir, oder wenn der Mensch in seinem Wesen so frei ist, wie kommen wir denn an ihn heran? Den Körper, den kann ich festhalten und ich kann ja eine Spritze verpassen oder ein Medikament schlucken. Die Psyche kann ich auch noch einigermaßen handgreifbar machen und ich kann autogenes Training machen und Stress Relaxation und so weiter. Aber dieses ganz radikal Freie in mir, das ist ja nicht festzuhalten. Ich kann nie sagen, du bist so. Wenn ich das sage, du bist so, dann ist das schon eine Festschreibung. Und eine Festschreibung ist eine Fixierung. Und eine Fixierung, da fehlt die Freiheit. In dem Moment verliert dieser Mensch das Wesen, sein Wesen, die Charakteristik von Freiheit, wenn ich sage, du bist so. Darum mögen wir das auch ganz spontan nicht, wenn man so sagt, du bist so. Im Allgemeinen, außer es sind sehr lobenswerte Eigenschaften, die hervorgehoben werden, aber auch da, oder wenn man sagt, nach 30 Jahren Matura-Treffen sich trifft und sagt, Mensch, du hast dich aber auch gar nicht verändert, ist das eigentlich ein Hohn. Ne? Das ist ja nichts weitergegangen, aber immer gleich geblieben. Dieses Freie, das kann ich nicht festhalten, aber wir können eines, wir können es antreffen, wir können es begegnen, gegenübertreten, in die Augen schauen, dann treffen wir auf das Du. Ich kann den Namen sagen, kann ansprechen und kann von mir aus ganz authentisch aus dem heraus, was ich spüre und empfinde, sagen, was mich bewegt, was mir wichtig ist. Und so können wir doch die Person erreichen, aber wir können sie nicht festhalten, weil sie kann immer anders sein. Sie ist auch immer mehr, als was ich gerade antreffe. Und sehe, auch ich bin mir selbst mehr, als ich von mir wissen kann, um Jaspers zu paraphrasieren. Da ist eine Größe in mir, die eigentlich einen spirituellen Grund hat und die in der Lichtung meines Seins, in diesem kleinen Flecken des Ichs, von dem ein Teilchen auch noch bewusst ist, hereinkommt, auftaucht. Und so kann ich bewusst, ein Stück weit bewusst Person sein und ein noch größeres Stück ist unbewusst. Ja? Darf ich bitten, vielleicht das Mikrofon etwas näher zu bringen?
Das wäre schade. Ja. Danke für den Hinweis. Ja. Also ich rede jetzt einfach weiter, damit, und wenn es passt, halten Sie die Hand, damit wir nicht übersteuern. Aber Sie hören mich, glaube ich, immer noch nicht. Oder? Jetzt geht es. Okay, danke. Wenn wir mit den Ressourcen der Person und mit den Kräften der Person arbeiten wollen, was wir zum Beispiel in einer Existenzanalyse in erster Linie tun und versuchen, dann kommen wir an das Problem, das Freie kann ich nicht fassen. Das ist wie Luft, Pneuma, das, oder Spiritus, der verdunstet. Ich kann es nicht festhalten. Müssen wir darum verzichten auf ein Arbeiten mit der Person oder können wir trotzdem eine Form finden, wie wir die Ressourcen der Person mobilisieren können? Wir können. Das Mittel der Wahl dafür ist diese Haltung, die man dann eben auch als Phänomenologie bezeichnen kann. Nämlich die Haltung der Offenheit. Damit wir den Menschen in seinem Wesen antreffen können, sodass er zu seiner wesensgemäßen Entfaltung kommen kann. Dass er werden kann, wer er ist. Dass er eine Erfüllung finden kann, dass wir mithelfen können, beisteuern können, dass das, was ihm gemäß ist, was er wirklich ist, was er in dieser Situation als das ihm Adäquate empfindet, dass er das finden und tun kann. Indem wir ihm in einer Haltung begegnen, die darauf schaut, was bewegt dich? Was ist dir wichtig? Was spricht dich an? Was ist das, was dich leiden lässt? Und was ist das, was dir darin wichtig ist? Um was geht es dir? Wir möchten also erfassen, was das Wesentliche in einer Situation ist, was das Wichtige in einer Situation ist. In der Situation, wo der Patient zum Beispiel sagt, ich habe immer das Problem, wenn ich mit meinem Vater zusammenkomme, dass ich mich so beklemmt fühle und ich kann überhaupt nicht sagen, was ich sagen möchte und das macht mich traurig und unsere Beziehung ist belastet und mein Vater beschimpft mich, aus dir wird nie was und so weiter, weil ich natürlich auch nichts sagen kann. Und solche Situationen, wo ein Mensch richtig nicht zu seiner Entfaltung, zu seiner Größe kommen kann. Aber die Ressourcen wären da. Er leidet darunter, weil er als er selbst nicht vorkommt, sondern wie in eine Rolle immer wieder gedrängt wird. Durch Übertragungen und also solche Probleme, durch Vorgeschichten und Vorerfahrungen und Verängstigungen und Vorstellungen, die man selbst hat. Und hinein. Da gibt es einen ganzen whole bunch von Möglichkeiten, die das alles blockieren und fixieren können. Aber da ist jemand unter dieser Decke von Belastungen, jemand, der danach sucht, der sich danach sehnt, der genau spürt, so ist es nicht gut und so soll es nicht bleiben, so ist es nicht richtig. Das ist dieses Ich als Person. Da ist ein unglaublich tiefes Spüren, Wissen, Ahnen, wo das Licht wäre, wo es hinginge, so wie die Pflanze in Richtung Licht wächst. So wächst hier dieses Ich und versucht, mehr Person sein zu können, mehr sich selbst, mehr wesentlicher sein zu können. Und wir von außen versuchen, diesen Klopfzeichen der Person nachzugehen, es zu hören, zu vernehmen und kommen nicht mit gescheitem Wissen und Methoden und Techniken und so heran. Sondern wir tun zunächst einmal nichts. Wir schauen mit unserer Aufmerksamkeit nur darauf, was uns jetzt da entgegenkommt, was ich da höre, was ich vielleicht in der Form noch nie gehört habe, wie dieser Mensch ist, wie er darüber spricht, wie er das erlebt. Da gibt es Theorien dazu, die stellen wir mal beiseite, die sind nicht so wichtig. Wir möchten das nicht erklären, wir möchten es verstehen.
Verstehen heißt Beweggründe kennen. Also zu sehen, was kommt bei dem Menschen an? Was bewegt ihn? Wo spürt er eine Kraft, eine Bewegung, eine Entwicklung, einen Druck? Und so können wir über die Phänomenologie einen systematischen Zugang zur Person haben, indem wir systematisch schauen, jeweils neu schauen, was ist das, was dich heute bewegt und warum bewegt dich das? Und ich versuche nichts anderes als zu verstehen und schaue darauf, wie kommt das bei mir an und was kommt mir als besonders vor, als wesentlich vor, als wichtig vor. Hier und jetzt, was bewegt dich? Und wenn es auch gestern und vor 10 Jahren passiert ist, was bewegt mich heute, dass ich jetzt darüber spreche, dass es mich jetzt noch beschäftigt? Und in welcher Wechselwirkung steht das? Das, was uns bewegt, das ist das Phänomen, das ist das, was da zum Leuchten kommt, was erscheint. Und dies erscheint ja nur wie eine Blume, die zu blühen beginnt. Die steht ja in Wechselwirkung mit dem Licht und mit der Wiese und der Umgebung. Und so sehen wir den Menschen, der darüber spricht, welches Problem er mit dem Vater hat und wie er Situationen meidet, ihn zu sehen und wie sie dann doch stattfinden und was da gleich in ihm vorgeht und was er dann mit dem Vater sagt und wie die Mutter und die Geschwister und so weiter. Und das Ganze in seinem Eingebettetsein versuchen wir zu verstehen. Es gibt andere Paradigmen der Erkenntnis. Das geläufigste ist dieses, das in der Naturwissenschaft die Grundlage ist, wo es darum geht, nicht das Einmalige, das jetzt nur für dich in der Situation dich bewegt und ich jetzt beim Zuhören als bewegend wahrnehme. Wo nicht das gilt, sondern wo man schaut, was gilt für alle Menschen gleichermaßen, unabhängig vom Beobachter, generell Gesetzmäßigkeiten. Naturwissenschaft ist Feststellung von Gesetzmäßigkeiten. Naturwissenschaftliche Psychologie versucht am Menschen in der psychischen Dimension Gesetzmäßigkeiten festzustellen. Wahrnehmungsgesetzmäßigkeiten, Empfindungsgesetzmäßigkeiten und so weiter. Die Medizin beschäftigt sich ja hauptsächlich naturwissenschaftlich. Darum gibt es so einen großen Trend zu der nicht-schulischen Medizin, weil dort eben wieder das Individuelle zählt. Und der Mensch ist ein Zusammenkommen von Generalität und Individualität. Die anderen Paradigmen, die versuchen, Ursache-Wirkungsverhältnisse festzustellen, aus denen man Gesetze ableiten kann. Und dann kann man sagen, jeder Mensch hat 22 plus 2 Chromosomen, das gilt für jeden Menschen. So. Und wenn es da eine Abweichung gibt, dann ist eine Störung. Und das ist auch wertvolle Erkenntnis. Aber es geht da nicht um die Individualität, sondern um die Generalität. Ich will das nicht viel weiter ausführen, sondern nur als Kontrast hier dazu stellen. In diesem Paradigma, in dieser Denkweise geht es um das Erklären. Erklären heißt, ein Phänomen, ein Ereignis wird auf ein Gesetz zurückgeführt. Dass der Stein zu Boden fällt, erklären wir mit der Gravitation. Und die gilt für jeden Menschen, ob Männlein oder Weiblein, alt oder jung. Da spielt die Individualität keine Rolle. Tatsächlich, ein Aspekt der Realität, ein wesentlicher, wichtiger Aspekt, aber nicht der einzige. Und der Fehler, der heute auf akademischem Boden weithin geschieht, ist, dass dieser Aspekt zu groß geschraubt wird. Und dass die Individualität, das eben nicht gesetzmäßige, das einmalige, einzigartige, als unwissenschaftlich abgetan wird. So auch die Phänomenologie wird
Also an der Innsbrucker Universität, darf ich sagen, gilt Phänomenologie als etwas Unwissenschaftliches, weil das nicht evidence-based ist, nicht empirisch begründet ist. Das ist ein Skandal, aber auch eine Wut darauf. Das ist eine Unterdrückung von Menschen. Kein schlechtes Wort zur naturwissenschaftlichen Forschung. Ich schätze sie sehr, wir brauchen sie. Nur der Fehler ist die Generalisierung. Das Ziel phänomenologischer Vorgänge ist eben ein Verstehen. Ein Verstehen, das meint, da meinen wir zu sehen, worum es diesem Menschen geht. Wie es in ihm ist. Was ihm wertvoll ist, wichtig ist. Nicht deuten, nicht hineinlegen. Und wenn jemand weint, das kann man erklären, neurophysiologisch. Da gibt es Nerven, da gibt es Stimuli, die führen zu Tränendrüsen und Tränen sind da. Man kann es erklären durch chemische Reize, Zwiebelschneiden. Aber weinen, wenn ich das verstehe, dann hat das einen Grund, keine Ursache, einen Grund. Weil ich traurig bin, weil mich jemand verlassen hat, darum weine ich, darüber weine ich als Person. Das geschieht durch die Zone der Freiheit hindurch. Das ist nicht determiniert. Ich muss nicht weinen, wenn jemand zur Tür hereinkommt, höre ich auch sofort auf. Manchmal ist es so stark, dass ich es vielleicht nicht bremsen kann, aber im Prinzip ist es der Freiheit unterworfen. Verstehen, warum er weint. Verstehen, warum es schmerzt. Und das bedeutet auch mitfühlen, Empathie. Sonst kann ich das gar nicht fühlen, was dir das Wertvolle ist. Das bedeutet aber gleichzeitig eine Zurücknahme meiner selbst. Es geht nicht um mich. Ich selbst als der Begleiter, der Zuhörer, bin offen. Es kommen mir meine Einfälle, es kommen mir Momente des eigenen Lebens, es kommt mir parallele Problematik. Und das gehört zur Professionalität, dass ich in der Lage bin, diese zur Seite zu stellen, zu sagen, Moment, jetzt nicht, nachher dann. Ist schön und gut, dass das jetzt kommt, nachher dann. Eb oche, Hand drauflegen, warte ein bisschen, jetzt geht es nur um das. Dass ich mich betreffen lasse, berühren lasse von dem, was der andere jetzt sagt. Dass ich mich erreichen lasse, dass ich mich in Schwingung versetzen lasse von dem, was der andere jetzt sagt. Durch diese Resonanz in mir erfasse ich, was wesentlich ist. Durch die Zusammenschau entsteht eine Ganzheit. Das Zentrale in dieser Schau ist, dass dieses, was ich wahrnehme, dass ich dies auf mich wirken lasse, so wirken lasse, dass ich ihm erlaube, mit mir zu tun, was es will. Wie wenn ich Musik höre, öffne ich mich, ich schließe vielleicht sogar die Augen und lasse diese Musik in mich eindringen und lass sie in mir machen, was sie machen will. Und das, da entsteht dann das Konzert in mir. Da resoniert es in mir und dann bin ich in der Musik und dann ergreift sie mich und dann erfasse ich, um was es in dieser Musik geht. Ganz analog, im Gespräch. Ich öffne mich und lasse das auf mich wirken. Es braucht einen geschützten Rahmen natürlich, weil das ist ein gewisses Risiko auch. Ja, ist Verletzbarkeit. Und lass es auf mich wirken und schau, was es in mir in Bewegung bringt. Was in mir nun auftaucht als wichtig, als wesentlich. Und diese Resonanz in mir, das ist eine Vibration, das ist ein Spüren. Da spüre ich was.
Das ist ein Erkennen, das ohne Spüren nicht geht. So gesehen ist diese Haltung eine Aktivität. Es ist eine Haltung, es ist eine Aktivität in Form einer Haltung, nicht einer Technik. Es braucht Hinwendung, es braucht Offenheit. Ich muss mich öffnen können, da brauche ich vielleicht Schulung, Selbsterfahrung. Ich brauche Supervision, ich brauche den Blick der anderen, die auch mitschauen, damit mein Blick geschult wird. Damit ich es zulassen kann, damit die einstürmenden oder aufbrechenden Ängste und Fantasien, Assoziationen und Wissen alles zur Seite gestellt werden kann, damit ich frei bin, mit meinem Herzen frei bin für die Berührung von dem, was da ist. Und dadurch entsteht etwas, was wir als das generative Feld bezeichnen können. In dieser Offenheit, der andere spricht, sichtlich bewegt, ich höre, werde auch bewegt, innerlich bewegt es mich, entsteht ein Feld zwischen uns. Man kann das manchmal fast fühlen, wie wir in einem umfasst sind von etwas Gemeinsamen, wie da aus du und ich ein Wir wird, wo die Grenze zwischen du und ich sich ein bisschen wie aufhebt, wo es zu der Verschmelzung kommt, wo es der andere nicht mehr Objekt ist, sondern auch Subjekt, wie ich Subjekt. Dieses generative Feld könnten wir uns so vorstellen, also so ein Zwischen, in dem eine Resonanzfähigkeit sich einstellt. Und wenn da über dieses Feld etwas auf mich trifft, auf mein Wesen trifft, dann erkenne ich es als wesentlich. Was mein Wesen, also mein Spüren von Wertigkeit, was dieses in Gang setzt, das ist das Zentrum phänomenologischen Schauens, des Bewegenden, des Sehen des Bewegenden. Anhand meiner eigenen Bewegtheit, anhand meines Wesens, kann ich sehen, was dir wesentlich ist. Ich muss mich sozusagen dem anderen leihen, mit der Offenheit, dass ich mit meiner Tiefe, mit meinem tiefen Empfinden, Spüren und dem dazukommenden Denken zur Verfügung stehe. Und anhand dessen spiegelt sich, fängt es ein, dass was von dir her wesentlich ist und was du vielleicht gar nicht als wesentlich unter Umständen noch siehst und daher auch nicht verstehst, warum es dir so geht, aber weil es in mir so wichtig ist, weil mir das auffällt, weil das etwas Besonderes ist, weil das einmalig ist, weil das mich jetzt so berührt. Dort ist das wesentlich. Manchmal sind es gar nicht Worte, manchmal ist es das Verstummen oder die Träne. Und dann sind wir beim Wesentlichen. Und ich spüre, oh, da ist es, das ist jetzt wichtig, das ist gut. Ich bin wie existenziell berührt. Darin ist, das ist in der Praxis, ich lasse eben viel Theorie beiseite hier, in der Praxis, die Form, wie wir phänomenologisch vorgehen können, hermeneutisch phänomenologisch vorgehen können. Dabei besteht eine doppelte Offenheit. Ich bin offen nach außen. Ich höre, ich schaue den Patienten oder den Gesprächspartner ja auch an und höre auf seine Stimme und wie er das sagt und welchen Rhythmus. Alles das ist nun wichtig, weil er als Person mit dem, was wesentlich ist, das artikuliert sich nicht nur in der Wahl der Worte, sondern auch im Wie des Sagens, in der Stimme, in der Geschwindigkeit. Offen nach außen hin und zugleich offen nach innen hin. Ich schaue sozusagen mir zu, wie das, welches Echo das in mir hat, wie mich das berührt, wie mich das erreicht.
wir das Subjekt des anderen, das Subjekt in mir, wir kommen in Resonanz. Und ich, in dem Fall als bewusstes Ich, schaue, wie fühlt sich das an, was kommt da für ein Bild, was kommt da für eine Erkenntnis, wie hängt das zusammen? Was ist hier, was taucht hier auf als das Wesentliche, was emergiert aus diesem Boden? Weil ich mich treffen lasse und diese Betroffenheit beachte ich in dieser Offenheit nach innen. Nun, diese Phänomenologie ist eine Fähigkeit, die jedem Menschen eignet, eben weil er selbst Person ist. Qua Person sind wir auch phänomenologisch. Als solche sind wir ausgestattet mit einer Fähigkeit, Wesentliches zu erfassen, tiefer zu sehen, zu merken. Kinder sind hervorragende Phänomenologen. Mit ihren 1, 2, 3 Jahren sind sie die Antennen der Beziehung der Eltern. Und wenn es den Eltern nicht gut geht, dann haben die Kinder Bauchkrämpfe und werden Blinddarm operiert. Aber den Eltern geht es nicht gut. Und weil sie, die spüren das. Die erfassen das Wesentliche. Und nicht nur Kinder, auch wir Erwachsene. Da kommt jemand und macht uns ein Kompliment. Und ich denke mir, da stimmt was nicht. Das ist eine phänomenologische Leistung. Ich durchschaue ein Geschehen, das sichtlich etwas verdecken will, das eine scheinbare Freundlichkeit darstellt und so. Und ich spüre aber genau dahinter, der will nachher was von mir. Und darum kommt er jetzt und lobt mich. Ja, so. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Eine phänomenologische Leistung. Wir können eben durch Oberflächliches hindurchschauen und Tieferes sehen. Das kennen wir alle. Ohne dem wäre unser Leben ziemlich gefährlich, weil wir nämlich dann auf Plattitüden und Täuschungen viel leichter reinfielen. Aber durch das durchschauen wir ja vieles und haben eine größere Chance auch zu überleben, aber nicht nur wegen des Überlebens, also nicht nur Darwin soll hier erwähnt werden, sondern auch wegen der Qualität des Lebens. Durch diese Fähigkeit sind wir in der Lage, Kunst wahrzunehmen und zu erleben, Schönheit. Das ist ja Durchsichtigkeit der Gegebenheiten, der Phänomene auf einen Wesensgehalt, den wir als Schönheit fassen können. Und die schönste Form wahrscheinlich der phänomenologischen Fähigkeit ist die Liebe. In der Liebe schaue ich einen Menschen an, durchschaue ihn auf sein Wesen und fühle, wie du etwa sein könntest und wer du etwa bist. Da sind zwar vielleicht einige Eigenschaften, die mir gar nicht gefallen, aber ich kann dich trotzdem lieben. Das ist ja wie ein Widerspruch. Aber das ist wegen dieser Fähigkeit, dass wir tiefer schauen. Wenn ein Mensch wirklich liebt, hat er einen anderen Menschen in einer Tiefe gesehen und spürt, du, wenn ich bei dir sein kann, deine Nähe, die macht mich vollständig, die macht mich ganz, die lässt mich aufblühen, die lässt mich mehr sein, die lässt mich mehr mich sein. Und ich hätte das Gefühl, dass es auch umgekehrt so sein könnte, wenn du mich bei dir sein ließest. Das ist so das phänomenologische Erschauen einer Tiefe im Menschen. Also das ist im Prinzip ein Gedanke von Max Scheler, den ich hier ausführe. Liebe als Wesensschau des Menschen. Dostojewski sagte es auch einmal ganz schön, einen Menschen zu lieben, heißt ihn zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Phänomenologie, also Wesensschau, wesentliches Sehen, Bewegendes erkennen können, ist also nicht etwas, das vorbehalten ist den philosophischen Fachleuten und den Psychotherapeuten, die sich sonderlich darum bemühen. Nein, jeder Mensch kann das. Aber in unserer Zeit wird das nicht sonderlich unterstrichen als eine besondere, eine Fähigkeit, eine zentrale Fähigkeit des Menschen, die
Lebensqualität generiert und die uns auch davon abhält, oberflächlich zu sein. So können wir nun die phänomenologische Haltung beschreiben. Phänomenologie, wesentliches Sehen ist eine Haltung. Die Haltung der Offenheit. Das ist das Wichtige. Und dann steht noch dabei, und unter Rückstellung alles Vorwissens der Theorien, der Bücher, der ganzen Universität, alles, was man gelernt hat, in der Hingabe an, zum Beispiel an die Musik, an den Anschauungsgehalt, an das Gespräch. Es ist nicht wesentlich, welches Wissen mir dazu einfällt und was Platon dazu sagte und Sokrates oder so, sondern wie es bei mir jetzt ankommt. Heidegger hat es in drei schöne Schritte gepackt. Was zeigt sich? Der erste Schritt, einfach diese Offenheit. Schauen wir mal, was da ist. Reduktion alles, aller Wahrnehmung auf nur das, was ich tatsächlich sehe. Nicht, was ich meine zu sehen und was fehlt, ist auch schon eine Abstraktion, sondern was wirklich nur gegeben ist. Dann die Konstruktion in mir. Wie kommt das an bei mir? Welchen Eindruck macht das bei mir? Was löst das aus in mir? Damit bringen wir die Einzelfänomene innerlich in ein Gefüge, in einen Zusammenhang und bringen es in einen größeren Horizont des Verstehens. Und schließlich sollen wir nicht müde werden und nie glauben, wir wüssten. In der Phänomenologie kommen wir nicht zu gesichertem Wissen. Das muss man auch mal aushalten. Es ist alles nur Annäherung, alles nur ein Versuch, alles nur eine asymptotische Annäherung. Wir erreichen die Parallelität, die gerade nie. Wir müssen uns immer wieder offen halten und uns fragen, ist das so? Ist das wirklich so? Wir sind nicht am Ende angekommen. Ist das alles? Gibt es da mehr? Ist es morgen so? Wir müssen, Phänomenologie heißt immer wieder neu schauen, immer wieder wie zum ersten Mal schauen. Versuchen Sie das nur ein einziges Mal morgen früh bei Ihrem Partner. Schauen Sie ihn einmal eine Minute an, als ob Sie ihn noch nie gesehen hätten. Das ist, würde jetzt zu weit führen, es noch mehr auszudehnen. Der erste Schritt, was zeigt sich? Der zweite Schritt, wie ist es? Da werden die Einzeleindrücke, die Ganzheit konstruiert und dann das Konstruierte wieder in Frage gestellt. Dekonstruktion, Destruktion. Zusammengefasst könnte man es nochmal so sagen. Was zeigt sich in mir? Das ist das Erfassen des Phänomens. Dann das Zweite, die Konstruktion. Was verstehe ich? Erscheint mir persönlich jetzt wichtig? Nicht, was glaube ich, wäre wichtig oder ist theoretisch wichtig, sondern radikal subjektiv, mir persönlich. Wie hängen diese Sachen zusammen in meinem Gefühl, in meiner Wahrnehmung? Und dann drittens, die Offenheit wieder. Ist das wirklich das Wichtige gewesen? Ist das alles? Haben wir es gut verstanden? Zum Abschluss noch praktische Folgen. Wenn wir phänomenologische Haltung eingehen, dann werden wir unsere Aussagen begrenzen. Dann werden wir nur darüber sprechen, was ich jetzt erlebe, was ich im Gegenwärtigen, was jetzt da ist. Wir bleiben bei dem, was der Mensch jetzt sagt, nicht was er einmal vor Jahren gesagt hat oder der Partner. Ja, du hast doch vor 20 Jahren, ja, nein, aber was ist jetzt? In Bezug auf mich, wir dürfen eigentlich nicht einmal sagen, du hast gesagt, das ist zu weit gegangen. Ich kann nur sagen, ich habe gehört, ich habe verstanden. Ich darf nur von mir sprechen. Das entlastet übrigens so viele Konflikte. Nur allein diese kleine Figur des sich Begrenzens auf das eigene und nur von sich zu sprechen, das lässt dem anderen die Freiheit,
da ist, darf er wieder Person sein. Und er wird nicht festgeschrieben. Und damit geht das Wesen des Menschen, dieses Menschen, für den Augenblick, wo wir ihn festschreiben, verloren. Ja, der rappelt sich natürlich wieder, aber im Augenblick ist das Gesprächsklima vergiftet. Und wenn wir nur von dem sprechen, wie es bei mir ankommt, machen wir keine Ontologisierung. So Aussagen von dem Typ, das ist falsch und das ist das Richtige. Wir können höchstens sagen, mir kommt das jetzt gerade als richtig vor, mir. Wie ist es für dich? Gell, das lädt ein in die Frage, in die Offenheit. Und es ist immer bewusst, wir sind uns bewusst, dass es nur vorläufig ist, dass es nur ein Versuch ist, dass es nur ein Prozess ist. Eine andere praktische Folge, die Subjektivität. Mut zur Subjektivität, Mut zu mir, Mut zum eigenen Gefühl, Mut zur eigenen Wahrnehmung, Verzicht durchaus auch, Verzicht auf objektive Maßstäbe. Wenn es mir wichtig ist, hat das eine Gültigkeit. Ob das andere auch tun oder nicht, der Vergleich mit den anderen, oder ob es die Mode ist, oder wir müssen uns subjektiv, persönlich beeindrucken lassen. Und im Gespräch mit dem anderen ist der Bezugspunkt, im Dialog ist der Bezugspunkt ich und nicht etwas anderes. Das ist eine Täuschung. Und wir sollen nie mehr noch sagen, es ist bloß mein Eindruck. Nein, es ist mein Eindruck. Das hat ja als eine legitime Wahrnehmung von Realität durch das Fenster der Subjektivität, das aber ein wirkliches Fenster für die Welt auch darstellt. Dann schließlich eine praktische Folge. Wir brauchen, um besser schauen, tiefer schauen zu können, Selbstreflexion. Eine Wachsamkeit, dass wir darauf schauen, was menge ich der Wahrnehmung bei, was kommt aus mir, was ist das, was ich gerne hätte und was mir die Wahrnehmung verzerrt. Thematische Apperzeption, nannte das Adler. Wie verdrehe ich in meiner Angst das, was ich sehe? Und meine Art kennenlernen. Also Selbstreflexion, um das, was von mir in meiner Art hineinkommt, dazukommt, auch ein Stück weit abstrahieren, subtrahieren, einklammern zu können. Ich möchte schließen mit diesem Satz, der das nochmal einfängt. Wesentlich kann das Leben nur in der Subjektivität sein. Bei allem Respekt und aller Wichtigkeit von Objektivität, mit der wir wirklich unglaubliche Sachen schaffen können und auf den Mond gekommen sind und Antibiotika haben. Aber wesentlich, existenziell erfüllend, wird es nur, wenn es mir gelingt, als der ich bin, in dieser Subjektivität, in diesem Vertrauen auf die eigene Wahrnehmung und auf das eigene Empfinden, da zu sein und mich so in die Welt einzubringen. Ich danke schön. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung auf Freirad 105,9 im Stadtgebiet Innsbruck bzw. im Kabelnetz oder auch im Internet unter www.freirad.at als Livestream verfügbar, beziehungsweise können Sie diese Sendung auch unter www.sinn-los.at, da ist der Link, nachhören. Sie finden dann die Verlinkungen zu den Plattformen YouTube, iTunes oder auch zur CBA-Datenbank, Datenbank für freie Radios. Meine Damen und Herren, diese Sendung heute war eine Sondersendung. Sie hörten einen Vortrag, der am 10. Oktober 2013 aufgenommen wurde. Vielen Dank an den Vortragenden, dass er uns die Rechte übertragen hat zur Ausstrahlung dieses Vortrages. Nachfolgend können Sie jetzt noch kurze Ausschnitte der Podiumsdiskussion hören und, wenn es sich noch ausgeht, ein paar Interviews der Hörerinnen und Hörer des Vortrages. Was ich mitnehme, ist die Anregung, darüber nachzudenken, über die Spannungsfelder im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext, ja, im Unternehmenskontext. Ja. Geht es da um Personen oder geht es gewissermaßen
rein um die Funktionen. Und da wird neuerdings ganz viel von dialogischen Ansätzen gesprochen. Ja, da bin ich hochskeptisch, ob da nicht immer wieder das Funktionale gewissermaßen der Mensch als Mittel, Punkt, im Vordergrund steht und wie man hier das möglicherweise wenigstens ein bisschen aufweichen kann, diese funktionalistische Perspektive. Was mir eben sehr wichtig erscheint, ist dieses gemeinsame sich auf den Weg machen. Also nicht von vornherein schon wissen, was man eliminieren will oder was geändert gehört, sondern einfach zu wahrzunehmen, dass sich etwas bewegen soll, dass sich etwas besser realisieren soll und das Verstehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo kommt das Verstehen rein? Und ich denke, das Verstehen dient vielleicht dazu, dass man ungefähr einen Zielpunkt der Bewegung anvisieren kann. Also spontan habe ich mir gedacht, wer will nicht wesentlich werden? Das ist eine ganz tolle Perspektive, die Sie da anbieten. Und wie könnte ich da nicht aufspringen? Ja? Die Frage nach dem Wesentlichen. Die Frage nach dem unverwechselbaren, einzigartigen, das tagtäglich in der Werbung uns verheißen wird, obwohl wir, wenn wir es kaufen, dann uns in die Normativität und die Langeweile einreihen. Das waren so Dinge, die mich beschäftigen. Ja, was ich aus dem Vortrag von Alfred Lengle mitnehme, ist speziell der Satz von ihm, die Person hinter der Störung oder den Störungen zu sehen. Dass es da was gibt, dass da noch was da ist, dass das ganze diagnostische, anamnestische Vorgehen die Person vernachlässigt sozusagen oder nicht berücksichtigt. Das nehme ich ganz speziell mit. Ich komme ja so ein bisschen aus der systemischen Ecke. Da ist das nicht, sage ich einmal, nicht so ganz im Vordergrund. Da gibt es viele Techniken und Methoden. Also ich nehme ganz speziell mit. Zu Beginn zumindest sehr wenig bis null methodisches, fachspezifisches Herangehen an die therapeutische Tätigkeit, sondern wirklich zu schauen, wer sitzt denn da, wer ist das, was ist das für ein Mensch, was ist das für eine Person. Das ist das, was mich sehr beeindruckt hat und was ich speziell mitnehmen möchte. Ja, und für meine eigene Tätigkeit nehme ich mit den Satz, es braucht Raum, damit sich was bewegen kann. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, wie sehr ich das ausfüllen soll, aber das hat was mit meiner eigenen beruflichen Tätigkeit sozusagen zu tun. Das möchte ich für mich umlegen, in Handlung übersetzen, diesen Satz. Also ich fand es sehr interessant, dass in der Existenzanalyse entgegen dem allgemeinen heutigen Zeitgeist die Subjektivität der Menschen betrachtet wird. Ja, also das Wesentliche für mich am heutigen Abend vom Vortrag vom Dr. Lengle war zuerst einmal, dass er den Menschen im Mittelpunkt stellt. Das hat mir sehr gut gefallen, dass er auch versucht, einfach das, was ihm gegenüber sitzt, auch auf sich wirken zu lassen und sich die Zeit nimmt, ohne jetzt jegliche Kategorisierung oder jegliche Vorentscheidung zu treffen. Meine Damen und Herren, mit diesen Worten möchte ich die heutige Sendung beschließen. Die nächste Sendung findet am Donnerstag, den 5.12., wieder um 20 Uhr statt. Schalten Sie dann auch wieder ein, wenn es heißt, der existierende Mensch. Ich wünsche Ihnen noch einen sinnvollen Abend. Auf Wiederhören.